Kunst. Kunst ist. Kunst ist ein Teil von einer Lebensform fast, würde ich sagen. Also, weil dieses, Kunst ist ein bisschen. Einerseits ist es ein bisschen ein Luxus, wenn man es machen kann, wenn man die Zeit dazu hat, das zu machen. Mit der Kunst kann man natürlich seine Persönlichkeit oder Persönlichkeit auch zum Ausdruck bringen, die man oft irgendwie gar nicht so, oder findet dann mit der Kunst einen Weg, seine Persönlichkeit anderen zugänglich zu machen, mit denen man eigentlich nicht dann wieder so einen Kontakt hätte. Und es ist ein Kommunikationsmittel irgendwo. Und das ist auch das Tolle dran. In Wien geboren, damals in den 60er Jahren, 64 genau. Ja, aufgewachsen im 15. Bezirk. Meine Eltern haben eine Tischlerei gehabt, schon aus Generationen. Und ja, das ist eigentlich eher so Thema Holz, mit dem bin ich eigentlich aufgewachsen. Und hat irgendwie auch mich geprägt und gebe mir auch ganz gerne mit Holz. Kindheit in Wien verbracht. Volksschule, Hauptschule, das Übliche. Und mit 14, da hatte mein Vater schon die kleine Hütte da in Hallstatt gebaut und hat mich da in die Schule nach Hallstatt einmal verschlagen. Diese Holzfachschule, weil das war irgendwie auch so ein bisschen naheliegend. Da habe ich Bilderei begonnen, weil das war irgendwie so zwei Interessen oder zwei irgendwie Tradition des Holz. Und die zweite Geschichte war eben Malerei, Zeichnen, hat mich auch schon immer interessiert. Da in der Schule habe ich irgendwie alles irgendwie ein bisschen vereinen können, nicht? Also Holz und Zeichnen. Wobei im Laufe der Zeit drauf gekommen bin, dass eigentlich ja das Zeichnen, Malerei, Grafik dann doch eher meins ist. Der tollen Zeit, die ich da heraus verbracht habe. Lange Winter, wenig Sonne. Bin ich dann wieder nach Wien zurückgekehrt und habe dann eingeschlagen, ja, den Weg ins Zweidimensionale, unter Anführungszeichen, und bin auf die Grafische gegangen. Das Interesse der Malerei ist dann nochmal verstärkt worden und habe dann begonnen, noch bevor ich eigentlich fertig war auf der Grafischen, dann mit der Akademie und habe in Holliger Malerei studiert. Das ja, war eine ganz tolle Zeit, quasi Atelier auf Staatskosten zu haben.
akademiert zu sein, ist gar nicht immer so das Wichtige, dass man dabei ein Professor ist, sondern eigentlich der Austausch mit den Kollegen oder mit den, was man da, dieses Miteinander da auf quasi Gemeinschaftsatelier, das ist, was eigentlich an sehr viel weiterbringt. Der Mensch, wie er lebt, wo er lebt, die Lebensart, das ist eigentlich immer das Wichtigste. Und das Werk kann eigentlich, vielleicht ist es ein Zugang, den Menschen zu finden, nicht? Aber gar nicht so das. Ich finde auch immer, dass die Künstler, die mich interessieren, ist nicht immer nur das Werk, was mich interessiert, sondern oft auch so, was ist dahinter oder wie leben die? Und gar nicht so wichtig jetzt der Geist, so jetzt ganz wichtig, was weiß ich, so, was denken sie, ist das zu der Arbeit und wie kommen sie zu der Arbeit, sondern einfach so eher so viel die banalen Sachen sind oft das Entscheidende. Nicht? Oft einfach nur, ja, wie es leben, wie sie den Speck aufschneiden, oft, dass sie sowas haben oder sowas nicht haben.